Ja, dann habe ich jetzt ein paar weitere Wortmeldungen. Ich habe da im Licht, die kann ich immer nur halb sehen, aber mit einem weißen Zettel erkennen, einige sehen und ich gebe da mal hin und ich lasse wieder hier rum. Kommen auch da die Wortmeldungen dahin. Alle kommen dran, keine Sorgen. Wir gehen da so kurz hin. Versuchen Sie es mal ohne, dass es vielleicht gerade draußen ist. Aber wäre schön, wenn das alle verstehen. Das ist, dann verstehe ich es schon, ich wiederhole es in der Antwort. Ja. Zum einen ist mir ganz wichtig, einmal mal den Werbeflyer hier anzusprechen, über Chance im Gespräch. Was mir aufgefallen ist, zwei grundlegende Punkte, das heißt der Mensch steht nicht im Vordergrund, sondern das Unternehmen. Die SPD steht für ein wirtschaftlich erfolgreiches Hamburg. Erst danach wird der soziale Zusammenhalt erwähnt. Zweiter Punkt, sie schafft vernünftige Bedingungen für Unternehmen. Danach erst eben unsere Arbeitnehmer für Arbeitnehmerin. Alleine die Reihenfolge, denke ich, ist verkehrt. Das heißt, wenn Sie sich für Menschen einsetzen wollen, für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt, ist die Reihenfolge völlig verkehrt gewählt und setzt natürlich Prioritäten, wo es in Richtung Wirtschaftlichkeit und Unternehmen geht. Der Mensch kommt erst an zweiter Stelle. So viel zu diesem Flyer. Zum anderen ist mir ganz wichtig, Sie waren am 3. bis 6. Juni 2010 bei der Bilderberg-Konferenz in Spanien. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute wissen, wer die Bilderberger überhaupt sind. Ich bitte, dies zu erklären, warum sie dort eingeladen wurden. Sie waren ja nicht offiziell dort, wie ich das aus den Antworten entnommen habe. Sie waren ja Privatanstalter. Warum meinen Sie, wurden Sie eingeladen? Deshalb sind Sie wichtig für diese Konferenz. Also einmal die Erklärung für die Zuschauer hier. Wer sind die Bilderberger? Was machen Sie? Ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Sie können gleich ganz natürlich antworten. Warum wurden Sie eingeladen? Und sind Sie durch steuerzahler Kosten entstanden? Sind Sie auf den Geldern gewesen? Zum anderen, Sie haben auch schon. Ja, da müssen wir jetzt alles verstehen. Zum anderen haben Sie auch Fragen, die beantwortet worden sind. Ich habe auch viele Anfragen von verschiedenen Menschen geantwortet. Kann man der offiziellen Bilderverteilung, die ist ja jetzt seit letztem Jahr offiziell entwickelt. Auf dieser Seite ist nur Englisch, das heißt, wenn jemand kein Englisch kann, kann er die 10 gar nicht, kann er damit nicht anfangen. Global Studio ist dort erwähnt, wir sprechen immer von Global Warming und bla bla. Was ist Global Cooling? Ihre Frage. Meine Frage, das sind eigentlich Fragen, genau. Also was haben Sie dort gehabt? Warum wurden Sie eingeladen? Und ganz kurz, Sie müssen da eine Frage noch, das ist ganz wichtig. Sie waren, ich habe vom Herrn letztes Jahr lassen, hier online in der Frage, also online dort konnten Sie Internetnutzer schon Fragen im Vorfeld entscheiden, indem Herr Scholz Stellungnahmen überliegen sollte. Top 1 Frage war, wer, warum waren Sie bei den Bilderbürgern? Top 3 Frage war, welches Thema behandelt worden sind. Die Moderatorin hat das Video online interviewt, der Top 2 Frage gewonnen, Thema Bilderberg wurde aufgeteilt. Also, ich will Ihnen jetzt Ihre beiden Themenkomplexe beantworten. Das erste ist, ich glaube, Sie sehen das einfach falsch. Es ist vernünftig, sich um eine ordentliche pragmatische Wirtschaftspolitik zu kümmern. Es ist gut, das zu tun, was ich alles gesagt habe, nämlich zum Beispiel für Wohnung sorgen. Es ist gut, dafür zu sorgen, dass die jungen Leute sich gut entwickeln können, um die Kultur und um die Sicherheit. Alles das spielt eine große Rolle. Und wenn man aus der Frage, wie man eine Reihenfolge in einem Papier produziert, eine Theorie entwickelt, dann ist man etwas theorielastig, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen kann. Das ist jedenfalls ziemlicher Quatsch, wenn ich das etwas deutscher ausdrücken darf. So, das Zweite will ich Ihnen gerne beantworten, wobei ich versuchen will, das möglichst sachlich zu tun. Also für all die, die das interessiert, es gibt seit den 50er Jahren eine Zusammenkunft, die ursprünglich mal in Belgien im Hotel Bilderberg stattfand. Und zu dieser Konferenz wurden viele Politiker, viele Vertreter von Zeitungen und Medien, zumindest alle angesehenen Zeitungen der Bundesrepublik Deutschland dabei, von der Liberalen Zeit bis zur FAZ und verschiedenen anderen, von Vertretern von Unternehmen, Vertretern der politischen Kräfte eingeladen, nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa, ein paar Vertreter der USA, ziemlich spannend. Und das Ganze hat eine Zusammenkunftsregel, die ich ziemlich gut finde, weil das immer lästiger wird, wenn es anders ist. Es dürfen keine Mitarbeiter mitkommen, man darf auch nicht von abgelesenen Zetteln vorlesen, sondern man diskutiert mit anderen Leuten interessante Fragen, die einen bewegen.
zum Beispiel, wie geht es weiter mit dem Gesundheitswesen in der Welt, ein Thema, zwei Stunden, oder solche ähnlichen Fragen. Ich glaube, es war auch Nobel Cooling dabei, da geht es aber nicht um das, worüber ich viele Internet-Mails bekommen habe, sondern die Frage, ob es Leben gäbe, auf irgendeine Weise die Erderwärmung mit technischen Mitteln wieder zurückzuführen. Meine These ist, das geht nicht, aber unabhängig von dieser Frage. Und dann gibt es eine ganz große Fangemeinde von Bilderberg, zu der Sie auch gehören. Das sind lauter Leute, die glauben, weil sich da harmloserweise ein paar Menschen treffen und sie nicht dabei sind, würde doch etwas ganz Weltbewegendes geschlossen werden. Das ist ein Irrtum. Das will ich noch sagen. Sie würden ein etwas ruhigeres Leben führen. Wenn Sie diese Beschwörungsidee nicht mehr nachdenken. Ich glaube schon, aber nicht jedes Jahr, weil da habe ich nicht genug Zeit. So, jetzt sind Sie dran. Und dann gehen wir rum. Ja?